Keine Ahnung. Da, weil hier Gobbos gespawnt sind. Aber ich habe jetzt nie drauf geachtet, ob hier auch Gobbos spawnen. Naja, egal. Wir warten auf Truppen. Zu Befehl. Unverzüglich. Da fällt mir ein, Falco war dein Name. Na, weißt du was? Nimm die Erdenklinge. Und dann nimm noch den Sturmbrecher. So, jetzt bist du ordentlich gepanzert. Und die Erdenklinge ist wieder im Einsatz. Lasst uns kämpfen. Zu Befehl. Unverzüglich. Ja, ja, ich verschworen. Ich fühle sie bereits. Das Mosaik ist wieder vollständig. Der Botenschädel. Und alles. Jetzt warten wir nur noch auf die Truppen hier. Da kommt unsere letzte Sturmklinge. Dann greifen wir zuerst von der Richtung aus an. Auf meinem Befehl. Mit dem Titanen voraus. Und dann greifen wir von der Richtung aus an mit Fausto als Ersten. Dann sollten wir es schaffen, frei zu brechen. Hat ja leider länger gedauert als gehofft. Wie gesagt, hätte ich gewartet mit dem Mosaik. Oder allgemein mit dem brennenden Felsen, bis wir die nächste Rune. Das wissen wir dann für den zweiten Playthrough. Also wenn wir als Schattenkrieger hier durchgehen. Die Rune befiehlt. Wird sofort ausgeführt. Wenn wir unseren Hero aus der Aachen-Kampagne nehmen. Die Rune befiehlt. Wird sofort ausgeführt. Die Rune ruft. Die Rune befiehlt. So. Nichts flieht von mir. Oh, zwei alte Mumien, die habe ich übersehen gehabt irgendwie. Zu euren Diensten. Alles klar. Greift sie an. Tod und verzweifelt sein Halt. Sie sind überall. Euer Blut wird den Boden tränken. So. Wird sofort ausgeführt. Unverzüglich. Ihr werdet alle sterben. Haltet durch, Männer! Eure Gegenwehr ist vergebens. Verstärkt die Deckung! Nor wird uns rächen. Sie sind überall. So. Noch machen wir keine Verluste, was interessant ist. Die sind wahrscheinlich mit den... Schlagt sie zurück! Tod und Verzweiflung treiben euch. Eds beschäftigt hauptsächlich, also mit meinem Beschworenen. Ihr werdet alle sterben. Das kämpft! Ihr werdet alle sterben. Schlagt sie zurück!
Tod und Verzweiflung treiben euch. Eure Gegenwehr ist vergebens. Tod und Verzweiflung treiben euch. Schließt die Reihen! Ihr werdet alle sterben. Ihr werdet alle sterben. Na, viel scheint Tod nicht mehr zu leben. Tod und Verzweiflung treiben euch. Ihr werdet alle sterben. Verstärkt die Deckung! Die Linien dürfen nicht brechen! Jetzt leben nur noch die zwei Mumien. Wie es aussieht. Nee, da ist noch ein Mosaikmagier. Eure Gegenwehr ist vergebens! Der Tod ist nur der Hauptmann! So, der Mosaikmagier ist weg. Jetzt sind nur noch die zwei Mumien übrig. Ihr werdet alle sterben. Mich dürstet. Tod und Verzweiflung treiben euch. Ihr werdet alle sterben. Tod und Verzweiflung treiben euch. Euer Blut wird den Boden treiben. Gut. Auf mein Zeichen! Sofort! Du bleibst mal hier zurück. Alle anderen ziehen ab, damit wir auch das Zeug plündern können. Na, die untoten Goblins geben jetzt auch den Geist langsam auf. Tiaras goldener Panzer. Oh. Haube des Windpriesters. Okay. Feines Gewand. Eine Robe, beliebige Magieart. Zauber. Noch mehr Zeugs. So, damit haben wir alles hier geplündert. Gucken wir mal, ob für uns ein neuer Ring hier dabei abfallen ist. Ja. Blutband. Stärke, Wendigkeit, Charisma. Ah, da ist die Gottesträne besser und der Malachia ja, eigentlich auch. Noch eine Gottesträne. Na, wäre nicht schlecht. Naja. Gut. Wir können jetzt das Portal betreten ins Kolosseum. Nach so langer Zeit. Willkommen im Kolosseum. So, damit haben wir die Kampf im Kolosseum. Im Kolosseum der Götter könnt ihr gegen die besten Kämpfer aller Reiche und Länder antreten. Ja, und da ist Zerbo. Jede Menge Leute. Und Händler. Wobei reden wir es mal. Eine neue Lieferung ist eingetroffen! Ah, willkommen. Hereinspaziert. Dies, mein Freund, ist das Kolosseum, die Arena der Götter. Früher fochten hier erwählte Sterbliche in Zweikämpfen um unsere Gunst. Und auch Streitigkeiten unter den Göttern wurden hier entschieden. Aber nun wurde beschlossen, dass dies gegen die Regeln Aonias verstößt. Schrecklich engstirnig, meine Wächtergefährten. Ihr müsst wissen, dass sie immer auf Zurückhaltung bedacht sind.
Nun nutze ich diesen Ort hin und wieder für ein paar kleine Spiele zu meiner Erheiterung. Ihr kommt also gerade recht. Und ihr seid? Ich bin Zerbo. Man nennt mich auch den Gott der Diebe, Täuscher und Lebenskünstler. Aber beachten wir die Titel nicht weiter. Wie steht's? Wollt ihr ein wenig Spaß haben? Was habt ihr im Sinn? Schaut euch um. Dies ist eine Arena. Und was glaubt ihr, tut man in einer Arena? Man kämpft? Richtig, bravo. Doch genauer gesagt, nicht man kämpft. Ihr kämpft. Erzählt mir mehr über euch. Ihr wundert euch sicher, dass ein Gott hier mit euch Schabernack treibt. Aber ich bin des Wächterdaseins überdrüssig. Was? Ein Wächter zu sein, heißt den Regeln Aonirs zu folgen. Und diese Regeln sind sehr, sehr alt. Und Aonir ist weit weg. Also schaffe ich mir hier ein wenig Ablenkung, damit ich für ein paar Augenblicke einmal nicht an die Regeln denken muss. Okay. Ja, wir haben den neuen Renegaten. Für die, die es nicht, jetzt noch nicht ganz verstanden haben, die Renegaten waren Zarach und Nur, die ja, alle verraten haben. Und Zerbo hat jetzt auch keinen Bock mehr. Was habe ich hier für Möglichkeiten? Nun, zuallererst natürlich die große Herausforderung, den Kampf der Champions in der Arena. Okay, ich will mich erstmal ein bisschen umsehen. Tretet näher, Freund, immer heran! Hier erlebt ihr etwas, das habt ihr noch nicht gesehen. Das Rennen der schnellsten Goblins der Welt. Seid dabei, wenn die besten Läufer dieses flinken Volkes hier gegeneinander antreten. Erlebt unglaubliche Siege, erlangt Reichtümer bei todsicheren Wetten. Werft nur einen Blick auf unsere Favoriten. Sind das nicht prachtvolle Kerlchen? Und ihr solltet die mal laufen sehen. Wann findet dieses Rennen statt? Sobald ihr auf einen unserer Goblin-Läufer gewettet habt, Freund, setzt 500 Gold. Wenn ihr gewinnt, erhaltet ihr das Zehnfache zurück. Auf wen sollte ich denn setzen? Tja, das müsst ihr selbst entscheiden. Es gibt die gelbe, die rote, die braune und die grüne Fraktion. Entscheidet euch. Oder werft erst einen Blick auf die Läufer. Ich will mir die Läufer erst einmal ansehen, bevor ich mich entscheide. Ganz wie ihr wollt, mein Freund. Sie sind gleich hier drüben in ihren Kabinen untergebracht. Okay, ja, hier könnte ich mit sehr viel Trial and Error speichern und laden, Geld verdienen. Könnte auch Sachen hier kaufen, die ich nicht benutzen kann. Hier sind ein paar Lastwachen. Hier stecken Titanen. In Spezialversionen teilweise. Also der Feuerteufel ist ja eigentlich der Titan der Orks, aber sehr feurig sieht er gerade nicht aus. Und der Felsenschmied der Nitalf-Titan ist ziemlich klein geraten. Aber hier sehen wir mal wenigstens die. Ja, stimmt auch nicht ganz. Die Namen der die richtigen Namen der Titanen. Seht her, neue Waren im Angebot. Seid gegrüßt, Freund. Ich habe hier etwas, das euch sicher gefallen wird. Die besten Streiter Eos für euch käuflich zu erwerben. Ihr seid ein Sklavenhändler. Nein, nein, ich vermittle Kämpfer, wisst ihr? Söldner sozusagen. Was für Kämpfer sind das? Ich glaube, die Sterblichen nennen sie Titanen, mächtige Wesen. Ich habe alle Arten davon hier. Ihr könnt sie bei mir erwerben. Sie werden euch dann im Kampf in der Arena unterstützen. Wie teuer ist so eine Kreatur? Nun, ich gebe zu, sie sind nicht ganz billig, aber ihr könnt ja erst einmal mit einem schwächeren Exemplar anfangen. Die bekommt ihr schon zu Recht erschwinglichen Preisen. Ihr habt also stärkere und schwächere Titanen im Angebot.
Ja, ich nenne das Ausbildungsgrad. Treffend, nicht wahr? Ja, der Felsenschmied, ja toll, circa Level wird mir nicht angezeigt. Ich möchte den Felsenschmied auf Ausbildungsgrad 1. Nein, möchte ich nicht. Gott sei Dank konnte ich das abbrechen. Oh, da oben kämpfen zwei Gladiatoren gegeneinander. Und ich nehme mal an, die Tore hier sind zu, ja. Ich wollte doch nur runterscrollen. Was ist mit dir? Du verkaufst Zauber. Der höchsten Stufe wahrscheinlich, ja.